mal den Zimmerkarpfen von Hähnchen. Den werde ich vorläufig an den Baum hängen. Denn ich lob da erst ein Vogel. Das lassen Sie mal, Herr Doktor, das kann ich für Sie tun. Das mache ich besser. So, so, sehen Sie, machen wir mit der Wupp. So, hier haben Sie Frühsonne. Oh, Herr Doktor, ja. Ist richtig so? Ja, ja, oh, danke, das ist sehr nett von Ihnen. Nicht nur, Doktorchen. Wir sind Ihnen ja alle so dankbar, dass Sie uns nicht rausgeschmissen haben. Hier, das Gemüse leihen wir Ihnen. Oh, danke sehr. Das baut innerlich so auf, ja. Wissen Sie. So, ich werde mal gleich holen. Das muss ja mal passen, ne? Herr Schoppretten, pass doch auf! Lauter Leinen! So, stell dir doch nicht so tosslich an. Was ich Ihnen noch sagen wollte, wenn Sie mal was frisch halten wollen, in unserem Kühlschrank ist immer noch was dran, ne? Also, wenn man es genau überlegt, eigentlich alles reizende Leute. Hm? Ich wollte dich ja schon immer mal zum Campingplatz überreden. So ein bisschen Trubel tut dir ganz gut. Ja, und die Natur haben wir ja sowieso. Entschuldigung, ist meiner. Hilfe! Hilfe! Oder war auch Zeit. Sag mal, wer bist du denn? Ich bin Django der Recher. Ist Ihr Papa zufrieden mit dem Platz? Ja, das scheint der ruhigste Platz im ganzen Lager zu sein. Ja, das ist auch. Ja, wie viel macht das bitte? 8 Mark 50. Ach, so viel? Ja, mit Flaschenpfand. Ach so. Dankeschön. Sagen Sie, Herr Obermeier. Ja, was ist? Haben Sie jemand hier im Lager, der ein Lexikon hat? Ja, keine Ahnung. Aber zu was brauchen denn Sie im Urlaub ein Lexikon? Na ja, fürs Kreuzworträtsel, nicht? Ach, da gehen Sie doch am besten zu meinem Vater.
Der ist Lehrer und ein Wandelslexikon. Das ist eine gute Idee, nicht? Ja, danke schön. Wiedersehen, Frau Markus. Wiedersehen. Sie sind doch Doktor, Herr Doktor. Wissen Sie vielleicht einen Nebenfluss vom unteren Orinoco mit 8 Buchstaben? Wo Sie doch ein Lehrer sind, ja, können Sie mir nicht ein bisschen helfen beim Antrag für die Krankenkasse? Wissen Sie, mein Jüngster, der Lorbas, braucht Senkfußeinlagen. Du bist doch auch Musiklehrer, hä? Machst du meine Trompete heil? Herr Doktor, das ist eine kleine Aufmerksamkeit. Ja, yeah, danke schön. Und wenn Sie sich vielleicht um unsere Elvira kümmern können. Ja, das Kind ist 15 und meine Frau, die meint... Und wenn Sie ihr vielleicht schon beibringen könnten, wie das so ist, yeah, mit den Bienen. Und den Blumen. Und so. Morgen. Morgen. Bitte morgen. Halt! Halt! Ja, sehen Sie nicht, dass da alles voll ist. Können Sie mir bitte sagen, wo der Wohnwagen von Herrn Dr. Markus ist? Ach so, ja, selbstverständlich. Gleich da vorne, bitte. Ich mach gleich da rauf. Tschüss. Tschüss. Paps, das Wasser ist einfach herrlich. Sag mal, wann gehst du mal mit mir rein? Soweit ich die Lage überblicke, nicht vor Ende November. Ich möchte bloß wissen, wer den Leuten gesagt hat, dass ich Lehrer bin. So was Blödes. Also, ich gehe mich anziehen. Herr Dr. Markus? Sie wünschen Englischnachhilfe, Handarbeitsunterricht? Wo soll ich Ihnen vielleicht noch die Doktorarbeit schreiben? Stricke auch Pullover, Abendkleider? Nicht nötig. Mein Name ist Ursula Berg. Oh, verzeihung, Markus. Bitte, das ist meine Tochter Gabi. Ah, die ist momentan im Wohnwagen. Aber bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen hier auf diesen. Danke. Ja, bitte, was? Was kann ich für Sie tun? Ist das Ihr Grundstück? Ja, warum? Hübsch. Sehr hübsch. Ich bin Architektin und soll Ihnen die Pläne für das Fertighaus überbringen, das Sie im Old Jimmy's Atemspray-Preis ausschreiben gewonnen haben. Bitte sagen Sie mir das noch einmal. Sie haben ein Fertighaus gewonnen. Ich habe ein Fertighaus. Gabi! Gabi! Bitte einen Schnaps für deinen armen alten Vater. Wir sind eine eigene Welt, die zueinander hält, ob man aus Elberfeld oder aus Nagelfink. Ob du vom Sauerland oder der Waterkant oder aus Essen bist oder aus Hessen bist oder aus Köln am Ring. Mantei-Problem.